Damit kann es weitergehen mit Last Play No More Heroes. Ich bin es, euer MC Mafex. Wir sind immer noch Twisted Town und fahren hier wild durch die Gegend. Und ich singe hier gerade, weil mir danach ist. Ja, Leute, ich habe hier knapp 20 Minuten ein paar unwichtige Nebenaufgaben gemacht. Und jetzt haben wir fast genügend Geld, um den nächsten Fight hier zu bekommen, also auf Platz Nummer 7 so zu steigen. 4.000 fehlen uns noch und ich habe mir dafür gedacht, da ich hier einen neuen Auftrag gesehen habe, dass wir den machen und so dann das Geld noch bekommen und dann zeigen wir auch wirklich, wirklich jeden schönen kleinen Nebenauftrag. So, das ist wieder ein Freund, der immer sagt, hey, bist du ein Klassiker? Und jetzt holen wir uns hier den neuen Auftrag Müll sammeln. So, aber das Central Story, sammle innerhalb des Zeitlimits so viel Müll wie du wie möglich. Ich brauche genau vier Stück, weil es pro Stück 1000 gibt. Was cool ist, das Einzige, also einmal bin ich gestorben bei dieser blöden Pizza-Aufgabe, also nicht gestorben, aber ich habe es verkackt, weil ich den CEO da nicht erwischt habe, bei dem, dass man die Leute töten muss und den CEO, das hat mich echt geärgert. Aber was lustig war, diese erinnert mich an die Baseball-Aufgabe, wo ich gesagt habe, bekomme ich eh nicht hin. Und ich habe es nicht geschafft, alle wegzuhauen, aber ich habe es geschafft, alle bis auf einen wegzuhauen. Mhm. Ja, außerhalb der Aufnahme, da spiele ich gut, Leute. Wer hätte das gedacht? Ach, Travis. So, okay. Ich würde sagen, wir beeilen uns, weil ich finde, langsam nervt mich das mit den ganzen Nebenaufgaben hier, weil, wie gesagt, fünfmal Nebenaufgaben machen ist nicht so spannend, wie man denkt. Besonders, wenn es halt Aufgaben sind, die man schon gemacht hat. Aber es ist Müll sammeln, auch wenn es sich komplett unspannend anhört. Ist einfach lustig, weil es eine neue Nebenaufgabe ist. So, und deswegen cruisen wir dann natürlich mit unserem Hoverbike hin, machen hier halb Central Destroy, was wahrscheinlich eh schon Destroyed ist, sonst willst du nicht so heißen. schlecht. Zerstören das weiter hier und dann schnell zu Missalen. Boah, es ist so nervig, dass die ganzen Sachen immer auf der gegenüberliegenden Seite der Map ist. Du nimmst eine Aufgabe an und auf genau der Seite der Map ist das nächste. Ist die Aufgabe. So, gut. Dann Müll sammeln. Okay. Dann starten wir. Ach, da ist wieder unser merkwürdiger Freund hier. Willst du die unausgesprochene Regel von Zelda Destroy kennenlernen? Dies ist das Land der Freiheit und Anarchie. Es gibt hier nicht sonderlich viel wirklich. Überreste der früheren Glanzes, verstoßene und Ruinen. Der Müll auf unseren Straßen ist das, was von unserem Leben übrig ist. Kannst du mir folgen? Jedes Stück Müll ist eine verlorene Seele. Kann man sein Leben etwas Besseres widmen? Wir retten verlorene Seelen. Ein echter Müllmann gibt den Toten die letzte Ruhe. Ich habe 12 Jahre gebraucht, um die Wahrheit zu erkennen. Du hast Potenzial, eine Seele, die mit dem Müll sprechen kann. Der Müllgott wird über dich wachen. Los, rette den Müll. Luftverunreiniger Motorräder sind in dieser umweltfreundlichen Mission nicht erlaubt. Oh. Sammeln innerhalb des Zeitlimits so möglich viel Müll. Okay. Wie mache ich das? Schön, dass es mir nicht erklärt wurde. Schön, dass ich... Ach da, okay, das Müll. Einfach drüber laufen, oder? Okay. Schauen wir mal. Ne, also pro Stück 1000. Das heißt, ja, gleich haben wir schon unser Limit. Dann ist es schon eh wurscht. Also das war da... nicht hauen, Travis. So, da... Also wir haben jetzt schon mal das, was wir brauchen. Für die nächste, damit wir Starkgeld für den nächsten zahlen können. Boah, Leute. Ganz ehrlich, wir sind hier Killer, Assassine und dann... müssen wir so viel Starkgeld zahlen und dann müssen wir dafür so dumme Aufgabe machen, wie Müllmann hier spielen. Wir sind hier Profikiller, Leute. Profikiller. Aber man muss es auch so sehen, Leute. Wir retten die Umwelt. Und gibt es denn kein schöneres Geschenk, was wir an unsere nächste Generation geben können, als den Müll zu beseitigen? Leute, werft eure Müll in die richtigen Mülltüten. Boah. Sowas kann man gar nicht sagen. So, gut. Dann hauen wir uns da durch die Gegend. So, komm. Guntrails. So, ich frage mich, ob wir hier so ungefähr auf das kommen, was wir sonst immer bei Missionen verdienen. Normalerweise verdienen wir mindestens 30.000. Und ja. Also übrigens, die Nebenmission, die ich gemacht habe, ich habe halt immer abwechselnd eine Tötungsmission gemacht, dann nochmal eine kleine, schöne Arbeitsamtmission und ja. Also was nur lustig war, zwei Sachen, das Rasenmähen habe ich jetzt geschafft, alle Sachen zu mähen, aber es liegt wirklich am Platz, ist mir aufgefallen. Ich habe das zweimal gemacht, beim ersten Mal war ich auf einem anderen Platz, letzten Mal war und da habe ich es hinbekommen. Hat sogar 30 Sekunden Zeit und beim anderen habe ich es nicht hinbekommen. Das lag einfach nur am Platz. Und dann halt das Baseball-Ding. Alle bis auf einen, da war ich voll stolz. Dann haben wir 36.000 bekommen, also echt viel. So. So, ach, durch den Zaun greift er hier.
So, komm. Schauen wir mal, wie viel wir bekommen. So, am Ende. So, 40 könnten wir hinbekommen. So, oh, Leute, da liegt ja wunderbar viel Müll. So, da sollte unsere Tonne, ja, die wir hier auf dem Rücken tragen, gleich überschwimmen. So, komm, Travis, nicht in der Gegend rumhauen. Damit hilfst du der Umwelt nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht tun diese hier Schläge die Leute endlich mal davon überzeugen, keinen Müll hier auf die Straße zu werfen. Besonders, weil wir den wegräumen müssen. So. 30 haben wir gleich. So. Okay, 40 könnte hart werden. Obwohl, oh, da liegt ja so massig viel Müll. Also, für was wir hier Motorräder brauchen, weil es verboten ist, ist eh unnütz. Ich meine, wo bist du hin mit deinem Motorrad? Da kommt neuer Müll einfach mal. Wie fies. So, komm. Jo, 40 sollte man leicht schaffen. So. Dann kommt, Kamera, dreh dich bitte. So. 37. Ach, Travis. Travis! Oh, wie behindert teilweise die Steuerung ist. Ich glaub's nicht. Ey, Mann. Krieg's ja nicht hin jetzt. Boah, Alter, was ist denn los? Oh, ey, manchmal ist es echt blöd, das Spiel. Ganz ehrlich. Dreht sich die Kamera auf einmal, er schubst den Müll da einfach weg. So, 40 haben wir bekommen, das ist das Wichtigste. Und 40.000, ach, geil. Ah, und Gold, passt. So, das sollte erstmal reichen, endlich. Keine blöden Nebenaufgaben mehr. Hey, du Dreckklassiker, ich habe einen neuen Job für dich. Vielleicht etwas dubios. Ich habe meinem Mitarbeiter ein Vorstellungsticket geschickt. Der Weg zu einem Erstklassiker zu werden ist schwer. Beweg deinen Arsch. So, mir wurscht, ich will jetzt endlich wieder kämpfen. Boah, kein Bock mehr auf diese blöden Nebenaufgaben. Nee, nerv mich vor. Ich hoffe, wir bekommen jetzt beim nächsten Assassin einfach so viel Geld, dass wir. Ja, dass es uns wurscht sein kann. Jetzt ist mein Bike natürlich nicht da. Bike, komm bitte. So, ich hoffe, wir bekommen jetzt, wie gesagt, beim nächsten Assassin einfach so viel Geld, dass wir nie wieder so eine blöde Nebenaufgabe machen müssen. Komm, ey Leute, das ist der 7. der Assassinen-Liste. Das kann mir doch keiner erzählen, dass wir mehr ausgeben müssen, um gegen den zu kämpfen, als den hier zu besiegen, Leute. Wenn der hier so stark und sowas sein soll. So. Meine jetzt die Nebenaufgabe nicht. Kein Bock. Denn wir haben genug Geld und mir ist jetzt alles egal. Und ich werde jetzt hier zum nächsten Boss. Und deswegen cruisen wir hier zum Anhalten. Manchmal funktioniert die Bremse auch so lahm. Immer so 10 Sekunden Verzögerung. So. Rein da mit dem Geld. Obwohl, Leute. Ich überlege gerade. Wir werden in diesem Part eh das nicht mehr hinbekommen. Vernünftig hier rein zu starten in die Mission. Dann, weil jetzt eh schon wieder die Hälfte des Parts vorbei ist. Fast. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier noch die Nebenmission. Ich meine, dann haben wir auch ein bisschen Kleingeld danach, Leute. Wir sind jetzt schon wieder so pleite. Und ich mag es nicht, pleite zu sein. So grausam. So. Ah, dann werden wir beim nächsten Part dann starten, in die Arena reinzugehen und dort alles aufräumen. So, gut, ja. Ich werde sehen, was für eine Mission da ist. So, oh, gleich zwei neue. Pizzabot rückwärts. Ja, Belohnung 50.000. Okay. Mach mal. Das hört sich ja gut an. Wahrscheinlich sind halt stärkere Gegner, tippe ich jetzt einfach mal. Aber 50.000. Ich meine, im Endeffekt muss man nur den einen Typen töten. Es ist ja wurscht, wie viel andere man tötet. Das ist ja, das beeinflusst ja nur, welche Medaille man bekommt. Aber die 50.000 bekommt man ja, wenn man den CEO tötet. Und das ist ein Typ und so. Solange der nicht hier, keine Ahnung, die Shinobu ist, sollte das jetzt eigentlich nicht so hart werden. Dafür 50.000. So. Oh, Travis. Kannst du jemand. Was habe ich denn? Alter, Mann, das Spiel nervt mich langsam. Ah, der fährt sich da auf. Ich weiß nicht, was da. Komm. Ich freue mich eindeutig auf No More Heroes 2. Da gibt es keine Oberwelt mehr. Dann müssen wir sowas nicht machen. Und man kann einfach alle, wenn man keinen Bock hat auf die Nebenaufkommen, kann man die einfach total skippen. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Ist das nicht wunderbar? Und man bleibt nicht an jedem blöden Fitzel in der Oberwelt hier immer stecken. So. Puh. Hart, hart, hart. Ich sage immer, das Schlimmste an der härteste an den Missionen ist das Hinkommen zu den Missionen. Das alles andere ist leicht, aber das Hinkommen zu den Missionen ist immer. So, sogar die gleiche Stelle wieder. Und dafür bekommt man 50.000 einfach dafür, dass man den niedermetzelt hier. So, wollte ich hier echt mit dem Ninja-Killer anlegen. Steht ja von so einem coolen T-Shirt. So, sollte kein Problem eigentlich werden. Außer. Nein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das ein Problem sein wird. Wir müssen ja, wie gesagt.
Wir müssten ja die gar nicht töten, Leute. Wir könnten jetzt auch einfach direkt hier zum CEO gehen und den hier töten, wenn wir wollten. Warum wehrt er die Schläge nicht ab? Ne? So. Es ist immer so nervig, dass Wrestling-Moves einen Charakter nicht instant töten. Die machen das immer nur auf ganz wenig, lieben. Aber sie schaffen es nie, einen ganz zu töten. Jetzt. Ist ja blöd. Jetzt. Wir machen es anders. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Die ballern mir alle. Die ballern mich. Oh, wie sieht doch den richtigen an. Die ballern alle zu viel auf mich. Wir machen es ganz einfach und simpel. Wir töten ihn nachher. Ist ja wurscht, welches Rating wir bekommen. So, und das war's schon. Wer hätte das gedacht? Die schießen alle. Das ist voll fies. So, es ist wurscht, dass wir nur 3 Kills haben. Wie gesagt, bekommen halt Bronze oder noch schlechter, aber unsere 50.000 bekommen wir trotzdem. Tja, kann man nichts dagegen sagen. Bup. Und sogar einen wunderschönen Bronze-Rang. Passt doch. Ich hab 50.000. Mir ist es wurscht, wie ich zu denen komme. So, ach geil, man kann den Stern hier nach oben schießen. Oh, seht ihr es? Wenn ich B drücke. Das fällt mir jetzt gerade auf. Sehr cool. So, jetzt sind wir schon wieder bei 87.000. Ach, Leute, geht das nicht? Flitze, Blitz. So. Die Mission ging jetzt viel zu schnell, fällt mir auf. So, oh, ich hasse es. In diesem Spiel gibt es so viele Sackgassen, Mann. Fährt mal hin und da ist eine Sackgasse. So. Da ist wieder schon einer mit so einem gepimpten Auto. Ich will auch so ein gepimptes Auto haben. So ein gepimptes Bike ist ja fast langweilig. Warte mal kurz. So. So, komm ich so mal hin. So, wartet. So, und jetzt. Das ist ja geil. Das macht echt Spaß. Ui, ach komm. Ich würde über den Dübel jumpen. Ins Wasser gejumpt. Sehr schön. Ach geil. Und wir werden dadurch nach Hause geportet. Wie praktisch ist denn das? Da wollten wir eh gerade hin. So, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen kleinen Talk hier. Was und so als nächstes erwartet beim hier nächsten Boss-Fight. It's crazy over here! No time to explain! I'll send details over snail mail! Gotta run! What the hell's going on over there? Jeez, don't leave me hanging, honey. So wie es aussieht, hat unser Babe hier ein paar Probleme, Leute. Das ist ja ein Kriegsgebiet hier, oder wo ist hier denn bitte? So, schauen wir noch kurz in unsere Schublade. Nur zur Sicherheit. Ob wir auch unser anderes... Ach gut, wir haben unser Zubake ausgewählt. Gut, das müssen wir ja nochmal testen hier. Nicht, dass wir hier 90.000 ausgegeben haben und dann hier nicht das richtige Ding ausgewählt haben. So, ich würde sagen, Leute, wir schauen. Wir haben ja ein neues Videobank gekauft. Ich würde sagen, das schauen wir jetzt noch kurz rein, Leute. So, hier, Video Volume 1. Du hast den neuen Pro Wrestling Move Tombstone Piledriver gelernt. Ach cool, ach so, mit denen lernt man neue Tricks. Ach, aber den Piledriver kommt man schon davor. Egal, nicht nachfragen. Lieber Travis, der nächste Rangkampf ist ein gefährlicher Bursche, aber du kannst jetzt nicht weglaufen. Du hast den Pfad des wahren Mannes beschritten. Auch noch so viel Tränen können diese Entscheidung nicht wegspülen. Schnell zur U-Bahn, steige in den Zug und er wird dich erwarten. Gib dein Bestes für den Sieg. Wer hat uns diesen Brief geschickt? Wahrscheinlich hier... War das unsere Freundin hier? Ich weiß es nicht. Naja, so. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bevor hier unsere Freundin noch... Der Eingang zum Rangkampf 7 ist offen. Bevor die hier noch irgendwo abgemetzelt wird, würde ich sagen, beeilen wir uns am besten. So, rauf auf unser cooles Bike. Und dann, Leute, wartet die Nummer 7 auf uns. Wer das sein wird, was der, die oder das drauf haben wird, wissen wir nicht. Aber hey, wenn selbst hier unsere Agency-Freundin solche Angst hat oder was auch immer, dann scheint es noch nicht mal gut zu sein. So. Ich bin trotzdem interessiert, was bei ihr da los ist. Ist sie etwa hier bei dem Bossfight? Oder warum ist sie hier so nötig? Naja, eine Frau nötig, die können wir natürlich nicht als wahrer Mann hier irgendwie im Stich lassen. Und deswegen beeilen wir uns und jumpen da mit Coolheit hin. Aber ein wenig müssen wir sie leider doch noch warten lassen. Denn leider, meine lieben Freunde, müssen wir einen kleinen Cut machen. Im nächsten Part geht es dann hier weiter mit Travis Dutchdown und No More Heroes. Und ich würde sagen, dann... Erwartet uns hier Boss Nummer 7. Bis dahin, euer Dimes Muffix. Ciao.